Strom muss immer zu jeder Zeit und zu jeder Stunde in der Menge bereitstehen, die man in dem Moment gerade braucht. Egal was man macht, heutzutage braucht es fast für alles Strom und es wird immer mehr davon verbraucht. Doch wie funktioniert das? In der Energie- und Netzleitstelle der Axpo AG in Baden laufen alle Fäden zusammen. Hier wird die zentrale Produktion von allen Kraftwerken überwacht und dafür gesorgt, dass 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag der Strom zur Verfügung steht, wenn man ihn braucht. Aber wie wird der Strom produziert? Produziert wird der Strom aus einem Mix von verschiedenen Anwendungen. Aus Wasser, also aus Laufwasser und Stausee, aus Kernenergie und aus erneuerbarer Energie wie Biomasse, die die Vergärung und die Verbrennung die Energie liefert, die es dafür braucht, um nachher daraus Strom zu machen. Auch die Geothermie soll längerfristig für die Stromversorgung zur Verfügung stehen. Bei der Geothermie wird die natürliche Erdwärme genutzt, um umweltfreundlichen Strom zu produzieren. Von den verschiedenen Kraftwerken kommt der Strom, den man produziert hat, in die Unterwerke und dort wird er transformiert und über das Leitungsnetz weiterverteilt an die Kantons- oder Gemeindewerke. Und die leiten den Strom weiter in die zahlreichen Haushalte. Das Stromnetz kann man also mit dem Strassennetz vergleichen. Das Netz wird von Autobahnen über Kantons- und Gemeinden bis zu Quartierstrassen immer kleiner und verzweigter. Genau so wie bei der Stromversorgung. Der Auftrag der Axpo AG ist die sichere Versorgung der Nordostschweiz. Sie ist einer der führenden Stromproduzenten und beschäftigt über 1400 Mitarbeitende. Garantiert Strom zu jeder Stunde. Axpo AG.